Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 5. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke Köln-Aachen und haben heute die Aufgabe, unseren ICE von Köln Richtung Aachen zu fahren. Und ja, beziehungsweise wir sind hier, ihr seht es gleich, welchen ICE wir heute haben. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Foto und dann beginnen wir damit, unseren Zug aufzurüsten, die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Und ja, ihr seht es, denn es ist der kleine, hübsche Europa-ICE 3 hier im Kölner Hauptbahnhof. Und ja, wollen wir schauen, dass wir heute mit dem bis nach Aachen kommen. Genau, wir fahren heute den ICE 316 nach Brüssel, über Aachen und so weiter. Genau. Das ist heute unsere Aufgabe. Ich werde das Ganze mal ein bisschen schärfer stellen, damit ihr das auch entsprechend entziffern könnt. So. Genau. Also über Aachen, Liege, Brüssel Nord und so weiter bis nach Brüssel Midi. Für uns ist natürlich in Aachen Schluss, logischerweise leider. Aber ja, nichtsdestotrotz werden wir hier unseren Zug aufrüsten, die Fahrgäste einsteigen lassen und dann werden wir hier gleich losfahren. Bahn für Europa. Das ist ein Repaint oder von der Seite www.trainsimcommunity.de. Genau. Interrail 50, Freiheit, Freundschaft, Abenteuer. Genau. Das ist ein wunderschönes Repaint, wie ich finde. Und ja, ich würde sagen, beginnen wir damit, unseren Zug aufzurüsten und dann genau, entsprechend dann auch loszufahren. Ja, so, als allererstes natürlich mal den Fahrtrichtungswender nach vorne, dann öffnen wir die Türen und dann seht ihr gleich, was für eine Menge hier an Menschen aussteigt. Das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Das ist schon ordentlich, was hier aussteigt. Schaut euch das an. Echt Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, was hier aussteigt. Schaut euch das bitte an. Es nimmt kein Ende. Hier für eine Fahrgastanzahl aussteigt, unnormal. Wahnsinn, ehrlich. Also hier in Köln steigt eine Menge aus und um und hat man nicht gesehen. Vielleicht steigen einige jetzt in dem anstehenden IC ein, der auf dem Weg nach Koblenz ist. Über Köln, Hauptbahnhof Köln, bis in Deutz, Köln, Bonn, Flughafen und so weiter. Bis nach Koblenz Hauptbahnhof, die RB27 fährt um 9:35 Uhr ab. Er müsste eigentlich schon ab sein. Hat 7 Minuten Verspätung, das kann aber hier nicht sein. Das ist bestimmt der IC5107 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Weil die RB, das kann ja nicht die RB sein. Nun ja, wir haben müssen auf jeden Fall hier den Zug noch weiter aufrüsten, wenn ich jetzt gleich abfahrt. Das heißt, wir werden hier schnell die Zugsicherungssysteme noch einstellen. So, dann die AFB noch. So, die auf 40 stellen. So, dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Hier noch den Schrank zu. Genau. Ach, kann man die nicht irgendwie. Ist da keine Sonnenblende vorhanden. Schade eigentlich. Naja, dann lassen wir das so. Setzen wir uns hin. Weil wir haben jetzt gleich Ausfahrt. Brauchen wir nicht. Normal. Genau, ja, dann sind wir auch fahrbereit. Hier ist auch ordentlich Verkehr im Bahnhof. Wie ihr das so seht. Kommt der hier reingefahren. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir haben Ausfahrt. Nächster Halt, Aachen. Wunderschön. Wunderschön. Bitte
nach wie vor 40. So, ihr seht, was hier alles reingefahren kommt. Also das ist der neue Fahrplan für die Strecke Köln-Aachen. Die neue Erweiterung, die es ja schon seit einiger Zeit gibt und sehr beinhaltet viel an KI-Verkehr, wie ihr seht. Also das ist schon echt wunderschön. So, 160 ist natürlich, würde ich sagen, oder war es bei 60? 60 ist vorhin angekündigt. Weil wir hier natürlich noch Gleiswechsel zu absolvieren haben. Da können wir nicht sofort auf 160 aufschalten, klar. So, dann fahren wir jetzt gleich schön an dem. Ja, an dem. Wir gehen gleich mal rechts ins Kup, genau. Immer wenn ich von Koblenz, von Köln nach Koblenz fahre, dann hier schön die Kurve und dann stehen hier jede Menge Züge abgestellt. Also es ist wirklich 80, es ist wirklich wunderschön. Steht da natürlich um einiges mehr, als es jetzt der Fall ist, aber genau das ist der gleiche. So sieht es wirklich im Real aus. Also nur, dass dann hier wirklich, ups, dass hier wirklich alles voll ist. Also wirklich vom Feinsten, was dann hier abgestellt ist. Aber ja. So, ich denke, wir sind in der LZB. So wie sich das angehört hat. Das heißt, wir können hier mal ordentlich aufschalten. So, hier sieht es aber wieder wirklich so aus wie in Real, nur dass dann halt mehr abgestellt ist. Aber das ist wirklich wunderschön. So, dann können wir das halt auch ausmachen, wenn wir hier schon in der LZB sind. Alles auf Maximum stellen. Ach, wunderbar. Also wie gesagt, dieses Repaint gibt es auf der Seite www.chainsimcommunity.de. Ich werde euch aber den Link in die Videobeschreibung packen und dann solltet ihr das finden. So. Jetzt dürfen wir anscheinend schneller fahren, und zwar 140, immerhin schon gleich 160. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, normalerweise würde jetzt gleich die Haltestelle Köln Süd kommen. Die müsste sich hier eigentlich befinden, aktuell. Jetzt schauen wir mal. Das müsste eigentlich Köln Süd sein. Ne, Köln-Ehrenfeld. Haben wir Köln-Süd dann schon passiert? Das kann natürlich jetzt sein, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil normalerweise, wenn man mit dem RE5 fährt, kommt dann nach dem Kölner Hauptbahnhof Richtung Koblenz dann der Bahnhof Köln-Süd. Oder Köln-Mülheim. Ne, Mülheim ist vor der Hohenzollernbrücke, meine ich ja. Köln-Süd ist dann nach der Hohenzollernbrücke. Also nach dem Hauptbahnhof auf dem Weg nach Koblenz, ja. Das müsste eigentlich so sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ihr könnt mich aber auch gerne korrigieren, wenn ich da irgendwie falsch liegen sollte. Das ist dann Köln Süd, oder? Los. Müngersdorf Technologiepark. Aha. Ach, da hält man, glaube ich, oder da hält die RB27. Kann das? Dass sie an dem Bahnhof fällt, wenn die von Koblenz kommt oder nach Richtung Koblenz fährt, von Köln ein bisschen deutsch aus. Ich meine wohl, dass der da hält. Ich bin doch einmal mit der RB27 gefahren, von Koblenz nach Köln ein bisschen deutsch. Ja, ich meine, das wäre so. Oder dürfen jetzt 250. Ach, das ist doch schön. Das ist doch wunderschön. Wunderschön. Also die Strecke Köln-Aachen, die hat auch einiges, finde ich. Also
fahre ich auch wirklich sehr gerne, vor allem wenn man da wirklich, ja, es ist eine Schnellfahrstrecke. Und ich finde es einfach schön, so von der Landschaft her. Köln ist eh schön. Und ja, holen wir hier eine schöne Quetschi. Ach, sehr schön. Also wirklich eine der schönsten, auch glaube ich, ältesten Strecken, die es beim TSW gibt. Also die gibt es ja, glaube ich, schon sehr lange. Die gab es ja schon, glaube ich, zu TSW-2-Zeiten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber spätestens seit TSW-3 gibt es die Strecke schon. Also wirklich eine der älteren Strecken hier beim TSW. Und damals konnte man die wirklich dann auch schon mit dem ICE 3 befahren. Ich glaube auch mit dem RE. Also der BR 442, also Hamsterbacke. Ich glaube, die wurde da auch mitgeliefert auf dieser Strecke oder mit dieser Strecke. Und mit der konnte man dann halt die RE bzw. RB-Dienste bedienen. Ich glaube, die Quitsche, die gab es auch dazu, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber die BF, die Baureihe 442, die war auf jeden Fall dabei. Und der IC3. Ich glaube, das war so die Strecke, wo man dann halt den ICE3 dann auch zum ersten Mal wirklich fahren konnte, aktiv. Also der ICE3 wurde mit der Strecke Köln-Aachen damals mitgeliefert, sowie der ICE1 hier damals mit der Strecke Kassel-Würzburg mitgeliefert wurde. Genau, aber wie gesagt, die Strecke Köln-Aachen ist wirklich schon eine der älteren Strecken und wurde meines Wissens nach schon mit TSW 2, aber spätestens mit Anfang TSW 3 halt als DLC schon halt veröffentlicht. Ihr könnt mich aber auch gerne korrigieren, wenn ich da mit einer Sache falsch liegen sollte. Aber ich bin mir bei der Baureihe 442 ziemlich sicher, dass die dazu geliefert wurde und der IC3 halt. So, fahren wir schön Bahnhöfen vorbei. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bahnhöfe das alles sind, wenn ihr da Ahnung habt, wenn ihr aus der Gegend seid. Ich fahre natürlich öfter nach Koblenz, aber naja, so alle Stationen kenne ich natürlich auch nicht. Und außerdem fahren wir jetzt eh anders, weil wir nach Aachen fahren. Logischerweise. Der IC3 immer wieder eine schöne Sache, hier zu fahren, finde ich. Da wir gerade von der BR442 gesprochen haben, erkannten wir uns dann schon entgegen, der man hier natürlich sämtliche Bahnhöfe erkunden kann, weil man mit der überall hält. Da sind diese 64 Kilometer bis Aachen schon natürlich etwas länger als mit dem ICE möglicherweise. Sehr schön, sehr, sehr schön. Also der ICE3 ist immer noch mein allerliebster ICE. Das muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Also das ist für mich wirklich einer der schönsten Fernzüge, die man überhaupt auf die Schiene gestellt hat. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Wenn jeder eine andere Meinung hat, ist das völlig okay. Jeder hat seinen eigenen Lieblingszug.
Und das ist für mich einfach einer der schönsten Fernzüge, die es bei der Deutschen Bahn zurzeit gibt. Und ich glaube, da wird auch in nächster Zeit keiner so schnell rankommen. Aber wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung. Wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid, dann schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Genau. So, ich denke, wir werden jetzt gebremst, weil das G angegangen ist. Schauen aufs Tacho. Noch sind wir bei 2,50. Jetzt werden wir gebremst. Ihr seht das, links der Tacho setzt die automatische Bremse ein, die LZB-Bremse. Werden auf 200 km/h runtergebremst, ganz automatisch. Und das ist das Schöne bei der Linienzugbeeinflussung. Kurz LZB. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das rote G ist aus, die Bremse müsst ihr jetzt auch gleich nachlassen. Genau, jetzt haben wir nämlich die 200 erreicht. So, und als nächste Beschränkung sagt die LZB 160. Das heißt, wir werden wahrscheinlich schon, ja, da kommt die 160 schon. Das müsste jetzt gleich anfangen zu bremsen. Es könnte sogar sein, dass wir erst der LZB geschmissen werden. Das will ich jetzt gar nicht so Abrede stellen. C3, allerdings in normaler Lackierung. Übrigens, was hier so vibriert, was ihr dazwischendurch hört, das ist mein Controller, der hier auf dem Tisch liegt. Und ja, die Vibrationsfunktion bei Weichen und so weiter und Unebenheiten ist dann doch deutlich zu hören. So, jetzt werden wir auf 160 gebremst. Wo sind wir denn hier? Düren! Ist ja schon fast bei 8. Ist auch wieder so viel los, wie ihr seht. Stehen zwei Quetschis und warten. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Also der neue bereitet. So, jetzt haben wir nämlich das. Das wollte ich sagen. Das wird nämlich jetzt hier aus der LZB geworfen werden. Das heißt, wir müssen die AFB mal runtersetzen. Das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier. Zack. Und das Ganze wieder auf 160 hoch. So. So, dann machen wir einmal die Leistung weg und schalten wir auf. Jetzt sind wir nämlich gleich aus der LZB raus, beziehungsweise das Ende wurde angekündigt, sagen wir mal so. Es wird jetzt gleich zum Ende kommen. So, jetzt sind wir wieder in der PZB. So, also die AFB ist nochmal runtersetzen, wahrscheinlich schon. Dann machen wir das, ist ja kein Problem. Genau, jetzt passt es wieder. Also das ist eigentlich der ziemlich einfache Trick an der ganzen Sache. Wenn ihr LZB fahrt und die LZB endet, dann drückt ihr einmal die Befreiungstaste für die PZB, damit ihr euch dann, damit ihr praktisch bestätigt, dass ihr das LZB-Ende wahrnimmt. Dann, sobald das LZB-Ende vollzogen wurde, setzt ihr einmal die AFB auf 0 und wieder dann auf die Geschwindigkeit, die ihr fahren dürft. Und dann seid ihr eigentlich damit fertig, dann seid ihr wieder ganz normal unter PZB-Beeinflussung, beziehungsweise werdet wieder PZB geführt, wenn ich das mal so laienhaft sagen darf. So, dann haben wir jetzt eine kleine Langsamfahrstelle anscheinend hier. Die letzten Meter nach Aachen. Bevor das Zugpersonal wechselt und den Zug dann weiter über die Grenze nach Brüssel bzw. nach Belgien bringt. Ein wunderschöner Rundholz-Güterzug. Wunderschön. Übrigens für die Taurus BR187 gibt es auch ein wunderschönes Repaint-Paket. Das werde ich euch in einem separaten Video vorstellen. Genau. Freut euch da schon mal drauf.
gibt es auch auf der Seite www.chainsimcommunity.de. Genau, das werde ich euch dann wie gesagt in einem separaten Video vorstellen. Ihr könnt natürlich den Zug auf jeder Strecke fahren, das wisst ihr ja mittlerweile, dass man das spawnen kann. Das sollte ja keine Neuigkeit mehr sein. Das ist allerdings hier doch ein originaler Fahrplan, aber das sieht man glaube ich auch an der Ankunftszeit, in der festen. Weil bei gespawnten Zügen gibt es natürlich keine feste Ankunftszeit, logischerweise. Die gibt es nur, wenn man einen Originalfahrplan fährt, den es so auch in der Fahrplanliste gibt. So, wir haben aber noch relativ Zeit, bis wir da sein müssen, noch gute 13 Minuten, bis wir in Aachen sein sollen. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn wir irgendwo noch eine HP0 bekommen würden, weil wir sollten ansonsten doch, glaube ich, ziemlich früh sind, weil wir müssen noch 13 Kilometer, 13 Minuten. Schauen wir mal. So, da kommt der E-Mine, der Tunnel, den es ja hier immer gibt vor Aachen, den es auch im Real gibt, kann ich euch versprechen.
Wunderschön. Einfach wunderschön. So, dann gleich wieder 140. Das dürfte rote Erde oder sowas sein. Freiheit, Freundschaft, Abenteuer. 50 Jahre Interrail. Wunderschön. Aber Europa. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und heute Abend gibt es natürlich den Livestream ab 20:30 Uhr. Ich hoffe doch auf zahlreiches Erscheinen eurerseits. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da zahlreich dabei wärt. Und wir machen einen wunderschönen TSW-Abend. Ihr habt das Sagen, ihr bestimmt habt eure Wünsche, könnt ihr gerne schon in die Community posten. Ich versuche das dann nach und nach umzusetzen, abzuarbeiten und ja, wenn ihr da Lust habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wünscht euch was und es ist euer Wunschkonzert heute Abend und dann schauen wir mal. So, das können wir jetzt hier langsam mal wenden, wenn nämlich 8 HP0 zu erwarten. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, Wünsche habt, dann schreibt es bitte, bitte in die Kommentare und ich versuche das dann auf jeden Fall umzusetzen. So viel dazu. Jetzt sollen wir uns mal wieder so ein bisschen hier auf die Aufgabe konzentrieren, die da heißt, gleich zu quittieren und uns auf das HP0 zu konzentrieren. Dann nehme ich gleich gelbes Vorsignal. Da müssen wir eh unter 85 sein und dann im weiteren Verlauf dann auch unter 45, weil nämlich sonst der 500 Hz-Magnet meckert. Ihr kennt das Ganze. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Vorsignal wird uns jetzt gleich erreichen. Dann dürfen wir einmal quittieren, vorher die Ziffer drücken. Dann einmal PZB wachsam. Das tun wir. Dann gehen wir runter auf 40. Ich sag ja. Wir sind noch jetzt gute 8 Minuten, bis wir da sein sollen. Es sind noch 3 Kilometer. Ich wusste, es kommt noch eine HP0. Das wäre sonst einfach viel zu früh, dass wir da gewesen wären. Und deswegen, also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir hier jetzt HP0 zu erwarten haben. So, hier ist das BW. Das Wunderschöne. Da haben wir auch schon mal eine Fahrt hin gemacht.
in unserem Sandwich IC. Könnt ihr euch vielleicht noch dunkel daran erinnern? Das war, glaube ich, sogar noch zu TSW-3-Zeiten. So, hier kommt jetzt der 500er. Zack. So, dann halten wir hier gleich mal und schauen mal, welcher Zug denn da unser Gleis besetzt. So, da sind wir und da ist der Bahnhof. Ist auch wunderschön nach diesem Update, ist das so schön auffällig, ist hier so gelb und ich finde das wunderschön. So schön leuchtend, knallig gelb. So, hier ist unser Gleis. Ja, 10:19 Uhr sollen wir einfahren. Aber da ist jetzt nicht irgendwie, dass da mal jemand steht. Warum ist denn dann hier besetzt? Beziehungsweise, ja. Oder haben wir hier im Streckenverlauf noch irgendwo einen Zug, der uns da im Weg steht? Sieht aber aktuell nicht so aus, oder? Doch, da. Da. Wer ist das denn? Nächster Dienst-KI-Zug. 10:12 Uhr. Gut, das haben wir ja jetzt hier im Moment. Beziehungsweise haben wir schon. Sollte jetzt eigentlich sich in Bewegung setzen. Das tut er aber nicht. Ach, eine rote Erde. Kollege, du hast Abfahrt. Du hast Grün. 10:12 Uhr. Na, also geht doch. Das bist KI zu. Ach, das ist ein DB-Bla. Es scheint ein Güterzug zu sein. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Naja, er setzt sich in Bewegung. Das heißt, wir dürfen auch gleich weiterfahren. So, wir haben Gelb, das ist doch schon mal was. Würde ich sagen. Auf geht's. Wieder gelb, rot. Ach, jetzt nicht. Das ist Nummer 40. So, wir sind noch lange nicht in Aachen. In Aachen schon, aber nicht am Bahnhof, weil, wie ihr seht, wir wieder mal HP0 zu erwarten. Es liegt sehr wahrscheinlich immer noch an dem. Ah, jetzt hat sich's erledigt. Sehr schön. Hier müssen wir, glaube ich. Na, 100 dürfen wir ja immerhin wieder. Ne? Können wir eigentlich auch auf 100 aufschalten, weil wir haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 165 km/h, haben aber eine Streckengeschwindigkeit von höchstens 100. Können abschalten. Kommt gar nicht mehr so schnell werden. So, 70, dann haben wir 40 zu erwarten und ein gelbes Vorsignal wegen dem
roten Hauptsignal am Bahnsteig. So, hier müssen wir, glaube ich, quittieren. Tun wir das noch? Nein! So, was haben wir denn jetzt hier? 40. Gerade noch mal gut gegangen alles. Wir haben Gleiswechsel, deswegen. Schon gewundert, weil da der Güterzug im Weg steht, so wie es aussieht. Oder RE. Da steht auch nicht dran, welches Gleis wir fahren, also anfahren. Belox, sehr, sehr schön. Letzte Gleis, dürfte Gleis 9 fahren wir an. Ah, weil da der Güterzug steht, deswegen wir Gleiswechsel. So, öffnen wir rechts die Türen und dann endet für uns die Fahrt hier in Aachen Hauptbahnhof, bevor der Zug dann gleich weiterfährt nach Brüssel über Liege Gillemins, Brüssel Nord, Brüssel Flughafen würde ich jetzt mal sagen oder sowas in der Art, weiß ich jetzt nicht, oder Brüssel Hauptbahnhof, Brüssel Lübe und 12.20 Uhr kommt der ICE 16 auf den Weg auch nach Brüssel Lübe und 11.42 Uhr kommt auch wahrscheinlich der ICE 15 auf dem Weg nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Hier kommt der ICE 1941, das dauert aber eine Zeit, bis Köln Hauptbahnhof. Hier fährt der Hamsterbacke weg. Genau. Hier haben wir dann noch RE9. Gießen und Aachen, RE1, hier haben wir noch den RE1 nach Köln. So, ich glaube, wir können mittlerweile die Tür verriegeln, oder? Ja, tun wir das. Wer auch weiterfahren kann nach Brüssel. Dann endet das Ganze hier für uns mit einer Goldmedaille. Wie gesagt, ihr seht das hier, BF406 DB Europa Europe. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, auf der Seite www.chainsimcommunity.de. Genau, wir könnten jetzt noch weitergehen, ein Spiel zurückkehren und die Türen sind doch verriegelt, oder? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Türen geöffnet. Was nochmal? Normalerweise würden wir jetzt weiterfahren bis Brüssel. Aber da das dann natürlich nicht möglich ist, logischerweise. Sie fahren.
Können trotzdem mal ein Stück weiterfahren. Ich finde das immer irgendwie interessant, wenn man hier die Strecken so weit erkundet, wie es halt geht. Ach, jetzt darf ich nicht mehr. Ach, schade. Gut, dann habe ich auch keine Verantwortung mehr dafür. Dann dann setzen wir uns hier auf den Sitz. Gucken uns das Ganze mal von außen an. Da kannst du aber schon fahren, Kollege. Der Stoff hier. Ach, du machst das schon. So, das kennen wir ja schon. Das ändern wir gleich. Ging das nicht irgendwie? Hä? Ist der gealt und? Nee, das geht nicht. Schade. Das geht ja wirklich nicht jetzt. Das ist doch wirklich. Schade. Das geht in der Tat nicht. Na egal. Lassen wir das. Dann kann ich euch ja ganz kurz, wenn wir eh hier am BW sind. Da vorne steht noch. Das ist doch der ICE. Wartet mal, Kollegen. Wartet mal. Das ist der doch. Unser ICE fährt immer noch mit seinen 15 km/h hier durch die Gegend. Warum kann ich den jetzt nicht weiterlaufen? Was soll denn der Blödsinn schon wieder? Egal, bleiben wir hier sitzen. So, hast du rot oder was ist jetzt hier der Problem? Ich glaube, ich habe das irgendwie gecrashed hier. Kann das sein? Der bin nämlich nicht mehr. Ich glaube, ich habe den gecrashed. Ich kann ja auch nicht weiterlaufen. Komisch alles. Komme ich nicht mehr raus. Gibt's doch gar nicht. Naja, ich würde sagen, ich bin hier in dem Zug gefangen, ich komme nicht mehr raus, ich kann weder vor noch zurücklaufen. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, aber das, ich kann einfach nicht mehr weiterlaufen. Das gibt nicht. Moment mal. Naja, ich würde sagen, dann endet das Ganze hier, weil ich kann wirklich nichts mehr machen. Könnte höchstens dahin reisen. Aber naja. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte und möchte, ganz kurz, wenn wir schon mal gerade die Zeit haben, dann machen wir das doch ganz einfach in diesem Video mit hier. Oder machen wir das? Wir machen das separat, sonst wird das Video zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ihr seht mich dann oder hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Ja, das war es erstmal mit unserer Fahrt mit dem Europa-ICE von Köln nach Aachen Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenich Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.